Guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Heute wieder mit eurem Dagmobil eine neue Stellplatzvorstellung. Wo sind wir denn diesmal wieder gelandet? Wie ihr schon erahnen könnt, hat es uns mal wieder an die Mosel verschlagen. Wir nutzen das Wochenende. Wir haben heute den 3. Februar 2024, um ein Wochenende in Ernst an der Mosel zu verbringen. Ernst liegt in der Nähe von Cochem. Das sind von hier ca. 3-4 Kilometer bis nach Cochem. Also guter Ausgangspunkt, um von hier aus zu touren. Ernst hat einen Stellplatz, der hier zur Vinothek gehört, und den wollen wir euch jetzt zeigen. Der Wohnmobilstellplatz in Ernst, der Wohnmobilstellplatz im Weinberg, wie er heißt, liegt ein wenig abseits von der Bundesstraße, die hier unten an der Mosel entlang führt. Die Straße beeinträchtigt euch so gut wie gar nicht. Schienenverkehr, also Eisenbahn, hörst du hier fast gar nicht. Die Schienen verlaufen auf der anderen Seite, beeinträchtigt uns hier überhaupt nicht nachts. Der Stellplatz liegt dann natürlich, hier vorne haben wir die Mosel am Moselradweg, und hinten hinaus gibt es verschiedene Wanderwege. Es gibt einen Ortsrundwanderweg, und wenn ihr in die linke Richtung weiterlauft, kommt ihr zum Kalm- und Klettersteig. Der ist ja dem einen oder anderen ein Begriff. Da ich gerade hier vorne schon vor dem Stellplatz stehe, möchte ich euch noch das ein oder andere zur Infrastruktur hier sagen, damit wir gleich nicht wieder zurücklaufen müssen. Wir haben, wie gesagt, den Stellplatz an der Vinothek, wo ihr verschiedene Weine und Spirituosen erwerben könnt. Direkt daneben haben wir Richtung Ortseingang eine Bäckerei, die am Wochenende geöffnet hat bis 12 Uhr und sonntags bis 11 Uhr. Dort könnt ihr Brötchen und super leckeren Kuchen, Salate, Bowls, belegte Brötchen und Snacks erwerben. Gegenüber ist direkt die bekannte Schinkenstube, ein Restaurant mit angrenzendem ortsbekannten und darüber hinaus bekannten Metzger, wo ihr Konserven, selbstgemachten Gulasch und verschiedene andere Leckereien erwerben könnt. Sehr gute frische Theke und wie gesagt das angrenzende Restaurant. Ansonsten haben wir im Ort noch den ein oder anderen Weinautomaten. Die Schinkenstube hat noch einen Automaten, falls ihr spät ankommt. Dieses Wochenende ist er defekt, beim letzten Mal hat er funktioniert. Und im Ort gibt es noch das ein oder andere Restaurant. Und jetzt noch ganz schnell der Stellplatz. Ihr kommt hier die Straße reingefahren, fahrt geradeaus, um auf den Stellplatz zu kommen. Fahrt ihr links, gibt es in einigen hundert Metern, ich glaube, das sind so knapp 200 Meter, noch einen ganz neuen Edeka, der euch den Rest bietet. Der hat auch lange geöffnet, also von daher solltet ihr nicht vor eurer Tour einkaufen können, könnt ihr euch hier gut versorgen. Und jetzt kommen wir zum Platz. Kommt mit! Es gibt zwei Plätze mit insgesamt 50 Stellplätzen. Einmal den neuen Bereich und dahinter noch den alten, der in dem bekannten Rondell liegt. Zeigen wir euch gleich beide separat, auch mit den entsprechenden Modalitäten. Der Platz, egal ob er auf alt oder neu steht, kostet 12 Euro. Und jetzt zeigen wir euch, wie ihr euch hier in der Vinothek zu den Öffnungszeiten der Vinothek anmelden könnt. Sollte sie geschlossen sein, könnt ihr das am nächsten Morgen machen. Sie öffnet um 9 Uhr. Und an Sonn- und Feiertagen kommt jemand über den Platz und kassiert entsprechend die Platzgebühr. Und ihr erhaltet die Quittung, die ihr dann ins Fenster aushängt. Okay, dann kommt mal mit. Hier könnt ihr euch anmelden, in wunderbarer Kulisse. Und wenn ihr euch bei der netten Dame an der Theke angemeldet habt, bekommt ihr euren Quittungsbeleg, den ihr sichtbar im Fenster aushängt, damit auch jeder weiß, dass ihr bezahlt habt. Und was ganz nett ist, was ich hier immer wieder begrüße und nochmal vielen lieben Dank, ist das Willkommensgeschenk, was es hier gibt. Verraten wir euch nicht. Es ist kein Doggypack für euren Hund. Da wird an euch gedacht. Vielen lieben Dank für das kleine Giveaway. War super lecker. Und weil es so lecker ist, könnt ihr nämlich hier auch direkt eine Weinprobe machen. Kombiniert es direkt mit der Anmeldung. Nehmt euch eine schöne Flasche mit für den Abend und der Tag ist schon gerettet. Also von daher hier anmelden und dann könnt ihr all die Weine, die es hier gibt,
euch auch anschauen, erwerben, verkosten. Und mega schön finde ich auch die ausgefallenen Flaschen, die immer ein nettes Geschenk sind, die man für seine Lieben zu Hause mitnehmen kann, weil so originell findet man sie nicht überall. Gerade hier, ne, wir Frauen, das ist Mädels-like, oder? Die sind doch genial. Ich habe sie selber schon mehrfach verschenkt, kommen immer gut an. Ach ja, es ist das Stellplatzvideo, ne? Ich treibe gerade ein bisschen vom Thema ab. Also von daher, schaut in das andere Video. Wir haben ja immer noch parallel zu unseren Stellplätzen das Video zur Umgebung, zu dem, was wir in Ernst und Umgebung machen können. Da zeige ich euch die Vinothek noch mal ein bisschen genauer. Schaut rein, dann wisst ihr, was ihr hier noch unternehmen könnt. So, und jetzt machen wir mit dem Stellplatz weiter. Kleine Korrektur, wir haben uns ja jetzt in der Anmeldung in der Vinothek mit der netten Dame hier unterhalten. Hier fährt gar keine Eisenbahn, die fährt nicht da drüben, die kann ich gar nicht hören, die fährt irgendwo da hinten oder sonst wo durch einen Tunnel. Die fährt nämlich durch den Kaiser-Wilhelm-Tunnel ab Cochem. Habe ich gestern Abend noch gelesen, da seht ihr mal, ne? Man kommt in die Jahre. Und hier haben wir denn jetzt die Entsorgung. Von hier aus kann ich auch schon den Edeka sehen. Also wie gesagt, das sind maximal 150 Meter. Also 200 ist es auf keinen Fall, eher 100. Den haben wir nämlich schon direkt da vorne. Und da ist auch noch mal ein Bäcker drin, wenn ich mich nicht täusche. Die Entsorgung kann auch von Nicht-Stellplatznutzern genutzt werden. Dazu einfach 2 Euro in den Briefkasten werfen, den Alfred euch da gerade zeigt. Ansonsten könnt ihr hier relativ gut drüber fahren. Ihr fahrt über die geschotterte Fläche, die rechts und links vor dem gepflasterten Entsorgungsbereich ist, drauf. Ein großer, schöner Abfluss. Einfach drüber fahren und Hähnchen auf, wie es normal auch ist. Und jetzt die Chemietoilettenentleerung. Hier das bekannte System von CleanStar, wo ihr dann eure Toilette entleeren könnt. Für Alfred jetzt nochmal ganz speziell Kassettenspülung. Ne? Da gibt es Knöpfchen für, dann kommt da Wasser raus, damit ihr eure Toilette auch nochmal spülen könnt. Du Idiot. Ich erzähle jetzt nicht, was letzte Woche in Osterspei für ein Gefluche los war, weil da kein Wasser rauskam. Drück mal auf Kassettenspülung. Hier könnt ihr den Bodeneinlass spülen und es gibt auch noch eine Spülung für das Becken. Ich drücke jetzt nirgendwo mehr drauf, weil mit Sicherheit hat er hier irgendwo noch einen Einlass, den ich gerade nicht sehe, entdeckt. So. Daneben gibt es schön getrennt, wie es auch sich gehört, unsere Frischwasserversorgung, wo ihr dann gegen den Minzeinwurf von 10 Cent für 10 Liter bis hin zu 1 Euro für die 100 Liter natürlich dann euer Wasser in kleinen oder größeren Mengen entnehmen könnt. Schlauch dran, Gießkanne drunter, nachdem das Geld eingeworfen wurde. Hier ist entsprechend der Knopf für Start und Stopp. Da drücke ich jetzt gar nicht mehr drauf, weil du bist schwach. Ich glaube dem überhaupt nichts mehr an der Stelle. Ich drücke heute überhaupt kein Knöpfchen mehr. Ja. Noch nicht mal mehr die Fernbedienung vom Fernseher. Wer weiß, was da nämlich nachher noch rauskommt. So, Entsorgung haben wir gezeigt. Wir zeigen euch jetzt erstmal den alten Platz, der sich hinten im Rodell befindet. Und noch eine kleine Korrektur. Also wenn einer denkt von euch, heute Morgen, als ich uns angemeldet habe, hätte ich schon eine Weinprobe gemacht. Das stimmt nicht. Der Platz hier, der alte, kostet generell 15 Euro, weil er eine Strompauschale von 3 Euro beinhaltet. Das heißt, ob du Strom nutzt oder nicht, der Strom ist hier mit drin. Von daher 15 Euro und drüben 12 und der Strom nur gegen die Nutzung. Ich meine letztens, als wir schon mal hier waren, war es noch anders, aber der Strom ist zu viel unbezahlt genutzt worden und daher musste der Betreiber hier seine Konsequenzen ergreifen, was wir nachvollziehen können. Ach ja, was wir auch nachvollziehen können, ist, lasst uns doch mal ein Abo da.
Solltest du uns noch nicht abonniert haben, würden wir uns mega freuen, wenn du uns jetzt an der Stelle ein Abo dalässt, da wir doch dadurch sehr motiviert sind, für euch weiter bei Wind und Wetter loszufahren, jedes Wochenende und einen neuen Stellplatz vorzustellen. Wenn ihr immer wissen wollt, wo wir gerade sind, dann folgt uns doch bitte auf Instagram und auf Facebook, da findet ihr uns auch. Also von daher immer am Zahn der Zeit mit uns auf Social Media. Und dann gibt es noch eins, was wir ganz toll finden ist, lasst uns auch mal einen Kommentar da. Wart ihr schon auf dem Stellplatz? Würdet ihr denn mal dahin? Habt ihr noch Fragen? Oder einfach nur zu unseren Videos oder zu meinen Versprechern, die ständig hier kommen? Lasst uns auch mal einen Kommentar da, weil nur so lebt das Ganze und wir freuen uns, wenn wir uns mit euch unterhalten können. Wenn wir uns schon nicht auf den Plätzen treffen, weil wir immer irgendwie da sind, wo ihr nicht seid. Oder ich gerade unterwegs bin, wie letzte Woche, wenn ein Abonnent bei uns klopft und sagt, hi, wir wollten euch mal kennenlernen. Und was ist, ich laufe durch die Weinberge. Ich war draußen. Ja, und ich wandere gerade durch die Weinberge. Schreibt einfach, wir antworten. Und das mit wahrer Begeisterung. So, jetzt geht's weiter mit dem Stellplatz. Der Stellplatz hier hat eine gepflasterte Fahrrinne. Der Boden ist gut verdichtet und geschottert, aber es ist Gefälle da. Wir haben hier schon die wildesten Konstruktionen an Marke Eigenbau in Holzklotzbauweise erlebt, als wir hier standen. Damals standen wir, glaube ich, auf dem hier, ne? Ja, auf dem. Ja, dem und, auf dem. Nee, wir standen hier. Das war ging mit normalen Keile kein Problem, unten am Gebäude vorbei auch nicht. Aber die hier vorne am Hang standen oder auch hier auf dem oberen Teil des Rondells, also hier, da hast du Konstruktionen gesehen. Ey, Bob der Baumeister, da war der schiefe Turm von Pisa nix. Man hätte sie auch ein bisschen anders in die Parzelle reinstellen können. Vielleicht hätte man dann nicht vier Keile übereinander legen müssen. Zu drehen ist manchmal... Wirkt das Wunder. Ja, also von daher alles super. Im Sommer eben gern besucht dieser Platz und wir waren froh, dass wir hier standen und waren auch spät angekommen. Kein Grund zur Klage. Müssen wir noch den Strom zeigen? Warte mal, da hängt ein Schild dran. Ja, die haben das geändert. Hier die Bestätigung, dass ich nicht ganz senil geworden bin. Die haben das letztes Jahr geändert mit der Strompauschale. Weil als wir damals hier waren, war es noch pauschal mit den 12 Euro. Von daher ist das so, wie ich eben gesagt habe. So, dann gehen wir noch auf den neuen Platzteil, wo wir stehen. Und anhand unserer Parzelle zeigen wir euch, wie es da ist. Da sieht es ein bisschen ganz anders aus. So, kommt mal mit. Auch der neue Platz ist vom Fahrweg her gepflastert und von der Stellfläche, von der Parzelle her verdichtet mit Schotter. Parzellen sind wirklich ausreichend groß. Zeigen wir nachher auch ansonsten nochmal an unserem Mobil, damit ihr seht, wie viel Platz man noch hat. Markise aufmachen ist überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier auch noch zu guter Letzt die Stromsäule, die wieder besser der Alfred erklärt, bevor ich wieder Kilowatt und Ampere durcheinander werfe. So, der Strom kostet hier 80 Cent der Kilowattstunde. Die Stecker haben Nummern. Da, wo ihr eingesteckt habt, die Nummer hier wählen, Geld einwerfen und gut ist. Abgesichert mit 16 Ampere. Also da kann man auch zur Not den Heizlüfter laufen lassen. Oder die Heißluftfritteuse. Oder das. Gut, dann gehen wir noch bei uns eben rüber, damit wir noch mal die Platzverhältnisse besser zeigen können. Und dann geben wir euch noch unser Fazit zu dem Platz. Ich hätte das mit der Parzellenbreite euch ja auch hinten zeigen können. Aber ich wollte ja zeigen, welche Fahrkünste Alfred hat, was er unter gerade stehen versteht. Schräg in die Mitte. Nur schief ist schön. Ich stehe richtig. Nur schief ist schön. Der Platz hat sich bewegt. Ja, ja. Ne, also ihr seht, wenn wir gerade stehen würden, wäre hier fast noch einen Meter mehr hier vorne Platz als wie hinten. Ne? Ausreichend Platz, um die Markise auszufahren und um im Sommer sich auch unter etwas Schatten oder Regenschutz zu setzen. Also ne, richtig Regen haben wir sie ja auch nicht auf, aber wenn es nieselt oder so, machen wir das auch schon mal. Ne? Alles bestens. Platz nach vorne, du kannst dich auch noch davor setzen, du kannst deine Räder dahinstellen.
Wir sagen zu dem Platz, wir waren schon mal hier und hätte er uns nicht gefallen, wären wir nämlich gar nicht wiedergekommen. Wir zeigen euch natürlich auch Plätze, die nicht so schön sind wie in Zones, die wir bewusst anfahren, um eben gewisse Vorurteile aus dem Weg zu räumen oder zu bestätigen. Aber hier wussten wir, dass es ein Platz ist, den man empfehlen kann, den wir gerne empfehlen, den wir weiter anfahren werden und sagen hier wieder einen Daumen hoch. Preis-Leistungs-Verhältnis für uns aus unserer Sicht mit 12 Euro absolut top, weil alle Anlagen, die hier sind, müssen gepflegt werden, müssen gewartet werden. Es muss Material nachgefüllt werden, weil ne, auch durch das Fahren und durch das Regnen sich hier das Material ja auch wegdrückt. Und von daher sagen wir vielen lieben Dank an diesen schönen Stellplatz. Wir empfehlen euch weiter und wir kommen sogar wieder. Und jetzt mache ich Schluss, ansonsten bekomme ich nämlich keinen Wein mehr. Und vielleicht sieht man sich mal. Alles klar, bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Was wir gestern euch noch ganz vergessen haben zu zeigen, ist die Müllentsorgung. Und deshalb fliegen wir das jetzt noch ganz galant im Video ein. Super ruhige Nacht gehabt. Vom Fest hier haben wir gar nichts mehr gehört. Und hier vorne an der Vinothek haben wir entsprechend einen großen Glascontainer, in dem ihr euer Glas entsorgen könnt. Und daneben haben wir einen Container für den Restabfall. Also direkt vorne an der Anfahrt, wenn ihr reinkommt, haben wir die Entsorgung. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und noch ein Nachtrag zum Nachtrag. Blenden wir auch natürlich wieder in das Video rein, weil ne, ich kann ja nicht so tun, als ob, weil ich die andere Jacke anhab. Hunde sind natürlich erlaubt. Haltet sie bitte an der Leine. Und ganz wichtig ist, der Stellplatz ist bis um 12 Uhr am Abreisetag zu verlassen. Haben wir total verpeilt. An der Stelle nochmal lieben Dank an die gute Fee des Platzes, dass wir da noch ein Stündchen Nachschub bekommen haben. So, aber jetzt habe ich definitiv nichts mehr vergessen. Es geht weiter.